Aber hattet ihr noch nie irgendeinen Schulkameraden, die einen Polizisten irgendwie so als Vater hat oder so? Nee. Nein. Ach, kein... Ich nicht. Nein. Boah. Jemanden, wenn ich mich recht entsinne. Yay, Karten. Hatten wir? Außerdem, du Hurensohn, du hast meinen Namen gesagt, Bastardkind. Ja, stimmt. Meinetwegen Günni, wir hatten doch mal so einen, das war doch noch. Echt jetzt? Ja, nämlich, ja, wir hatten da nämlich einen. Hat der die ganze Zeit Polizistensohn gehört? Was? Nein. Nein, die hat halt durchgehend, also er oder sie hat durchgehend damit gedroht, dass der unser Vater uns umbringt. Ah, und ja, dass er uns ja einsperrt. Was? Das machen Deutsche ja auch, wenn man hab ganz ehrlich ich was sind. Verpasst? Ja, hast du anscheinend. Es ist eine Schande, dass Kinder heutzutage in reingezogen werden. Ich habe übrigens dieses eine Deck jetzt rausgenommen. Okay. Auch wenn man sagen muss, das war mit Abstand das Größte, das hatte die Hälfte aller Karten. Oh. Wir haben immer noch 3000 Fragen oder so, glaube ich, also. Ja, wow. Vorher hatten wir jetzt 6000. Das einzig Schlimme ist nur, ist das die Karte, die wir gerade als letztes hatten, die Frage war in dem Deck. Weil die fand ich echt toll. Vergib mir, Vater, ich habe Hepatitis C. Es ist eine... Wer hat den Papst gelegt? Ich hab was Ähnliches. Es ist eine Schande, dass Kinder heutzutage in meinen Keller hineingehen. Ich glaube, du meinst Christians Keller. Ja. Es ist eine Schande, dass Kinder heutzutage in... Ich hab schon dreimal gedrückt, jetzt mach du Scheißteil! Was? Okay. Nein! Ist Spiel gecrashed? Nein, aber ich hab die andere Karte gesehen. Ach so. Oh, das finde ich gut. Oh nein. Link, junger Link, tun Link. Was kommt als nächstes? Irgendwas Link. Die Karte, ich finde die Frage toll. Ich habe auch eine tolle Antwort da drauf. Wer hat Rickroll gelegt? Nein. Fett Link. Das ist beides scheiße. Das ist beides toll. Ja, ich bin für den fetten Link. Oh Mann. Ich bin für Long. Bist du? Long. Bist du? Krasse Karte. Long Link. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Long Link. Ja, Alter, genau. Mein Long Link, ne? Das ergibt absolut keinen Sinn, aber ich hab die Karte hier jetzt und find's toll, deswegen lege ich's. Schön. Okay. Bist du? Okay. Bist du Kühlschrank nice? Bist du? Was? Das ist beides so dumm! Meinetwegen! Was habt ihr gegen Kühlschränke? Der passt nicht in den, Sir. What the fuck? Das Deck heißt einfach Deutsch. Krass. Da hat jemand mit Namen ganz auf Innovation geschissen. Ich habe einen Joker, den werde ich später nochmal ausspielen, aber noch nicht jetzt. Dafür ist es noch zu früh. Ich habe was Tolles. Oh Gott. Los, Jan. Du ich muss überlegen, dass die Grammatik macht es für mich wirklich schwierig, Zeug auszuwählen. Weißt du was? Ich scheiß auf Grammatik. Wer hat so in die erste Lücke alles Penis gelegt? Ich tatsächlich nicht. Echt nicht. Ich auch nicht. Aber ich hatte eine was? Karte und ich habe lange drüber überlegt. Okay. Ich hatte auch mal. Denken halt, man könnte meinen, dass meins ähnlich ist, aber ja. Der. Alle sieben. Der alle sieben Zwerge passt ey, nicht in den mein dummer Ex. Es hat grammatikalisch nichts gepasst. Der Deutsch passt Digga, nicht in den. Digga, dann schreib Jan selber Karten, du Hurensohn. Mir scheißegal. Der. Oh, scheiße. Ich hab aus Versehen gewählt, anstatt aufzudecken. Ah, nee. Der Frauenwahlrecht passt nicht in den Deutsch. Das ist doch alles Bullshit, ich hab halt gar nicht gesehen.
Ich find's trotzdem toll. Mann! Ich hab nur diese erste Karte habe ich gesehen und zweite habe ich halt selbst geschrieben. Der Frauenwahlrecht passt nicht in den Deutschland. Ich mag es beim Sex über irgendwas zu denken. Oh, da habe ich was. Oh nee, ja, das hier. Oh, da habe ich auch was ganz Geiles. Ich muss noch ein paar löschen. Ich hab zwei Sachen und eine davon ist Fetzi lustige Landmine und das werde ich nicht verwenden. Krass. Los! Okay, also ich mag es über eine Schnappschildkröte mit einem Penis zu denken und über mit den Händen zu wickeln. Was nehme ich jetzt? Ich nehme zwei. Ja! Oh Mann! Yeah, oh, Schickelmen, Anus! Aber die Schnappschildkröte, die Klassenfahrt wurde durch völlig ruiniert. Wer jetzt sagt 10 Schwangerschaften, der verliert. Ich könnte das... Das wäre eine wahre Geschichte von unserer Schule, ne? Digga! Ich meine, ich rede mit Noah, ne? Was? Es gab meine Klassenfahrt bei uns, die hat irgendwie in 10 Schwangerschaften geendet. Achso, davon habe ich irgendwas in der Zeitung gelesen. Ich hab zu viele gute Karten, Hilfe! Ich auch. Ich hab 4 Karten, obwohl 5 die passen. Oh Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die passen würden. Nämlich die Sache ist die, ich hatte nur noch 5 Karten. Oh. dann nehme ich das. Okay. Die Klassenfahrt wurde durch Arnold Schwarzenegger völlig ruiniert. Ja, wer kennt's nicht? Die Klassenfahrt wurde durch die Verletzung der Meister. Man kennt's, Diggi! Man kennt's! Das Problem ist halt, die meisten Menschen, das sind zu viele. In einer von verwüsteten Welt ist unsere einzige Hoffnung. Wenn die zweite Lücke Leander legt, wird gebannt. Ja. Ich hab so eine dumme Kombination. Und wer hat in die erste Lücke Leander gelegt? Das ist jetzt die große Frage. Leander ist lang nicht gut genug, um eine Welt zu vernichten. Ja, er ist fett genug, sage ich mal. Das Ding ging jetzt warm. In einer von Fetzige lustige Land. Das ist, das was ich jetzt schon ist vom... Das ist auf jeden Fall von dir, Jan. Weil du gerade gesagt hast, du hast die Karte. Ja. In einer von Fetzi die lustige Landmine verwüsteten Welt ist hemmungsloses Nageln unsere einzige Hoffnung. Das ist jetzt so die Einleitung zu so einem epischen Kinofilm. Ja! In einer von Weed verwüsteten Welt ist Crystal Map unsere einzige. Och Gott! Perfekt! So. Ich hol kurz mein Handy, Random Number Generator, scheiß drauf. Du kannst auch RNG googeln und das dann erstellen. Ich hab keinen Bock jetzt zu googeln, wenn ich die Aufnahme anhab. Achso, dann sehen seinen schönen Browserverlauf. Ja, das will keiner sehen, Varius Fiese. Oh Gott, das ist wirklich seltsam. Das wäre es tatsächlich. Also, ich guck jetzt, ich habe zwar Facecam nicht an, deswegen sieht man es nicht. Und. Halt trotzdem die Kamera. Ja, ich habe es in die Kamera gehalten. Oh. Hätte ich wahrscheinlich, wenn ich mich entscheiden müsste, auch gewählt. Oh. Irgendwas macht mich feuchter als irgendwas. Jetzt habe also, ich wenn schon man Leander beim zweiten macht, ist der Satz auf jeden Fall richtig. Ja. Ja. Ich habe was Gutes gefunden, ich habe mich sofort erwählt. Also, Scheiße. Es wird euch gefallen. Ich habe die Karte, die ich legen wollte, aus Versehen gelöscht. wer kennt's? Da habe ich auch immer was Gutes. Achso, ich muss schon auswählen. Also, globale Werbung macht mich feuchter als... Okay, nein. Luke Skywalkers Fehlmarkt macht mich feuchter als Käsefüße. Wow! Geile Auswahl! Oh Mann!
Not also oder ich... Elend? Ja, dann nehme ich das. Och, Mann! Luke Skywalker ist mir in der Hand. Hast du was gegen Angie? Oh ja, gute Frage. In Direct hat Nintendo endlich angekündigt. Wenn einer von euch ein weiterer Fire Emblem Charakter. Nein. Hier hätte ich jetzt diese. Ich habe eine Karte, die ist nur für diese Frage gemacht, aber die ist langweilig. Super Mario auf der PlayStation. Die habe ich jetzt weggetan. Die habe ich jetzt weggetan, also. Besten Willen, Super Mario auf der PlayStation ist fantastisch. Allein die Idee. Ich habe hier die beste Karte, glaube ich. Ich will angemerkt haben, es gibt Super Mario auf der PlayStation. Meinst du in diesem Moin? Trimax hier. Wer ist es? Welcher Hurensohn? Da ist es. Moin, wir sind schon. Ja, ich bin gerade nicht im. Wir sind schon in der Runde, wir haben schon ein bisschen aufgenommen. Okay. In ihrer neuesten Direct hat Nintendo endlich ein Mikropenis angekündigt. Krass. In ihrer neuesten Direct hat Nintendo endlich. Es war alles scheiße, aber das ist einer kam Qualitätsstil, das muss man anklicken. Eben, außerdem, Digga, das kommt endlich auf einen Blockbuster-Film diesen Sommer. Ein Cop spielt nach den Regeln, der andere interessiert sich nur für eins. Oh Gott, Christian, du hast es ja nicht mitbekommen, deswegen zitiere ich vorhin die letzte Frage der ersten Runde. Vergib mir, Vater, ich habe Hepatitis C. Toll. Das war wichtig. Ein Kopf spielt nach dem Regen. Es gab auch eine Frage, so in einer von Reed zerstörten Welt kann uns nur Crystal Meth retten. Ich hatte meiner Meinung nach was Besseres. Nein. Doch. Der andere interessiert sich nur für Master V. Ja, das ist so. Oder für you. What the fuck is me? Oder für Amerika. Da gab's nur eine richtige Antwort. Oh, geil. Wir wurden da das ganze Mehr. Oh mein Gott, ich hab zwei perfekte Karten. Scheiße, welche nehme ich jetzt? Ich hab zwei perfekte Karten. Wer wohnt in der anderen? Das ganze viel mehr. Rainer, Karl, wir würden so von der Melodie perfekt passen, irgendwie. Alter, wie haben wir es geschafft, dass Rainer, Karl und auf diesem Channel ein Meme geworden ist? Der ist so breit, der hat sich einfach draufgeschwabbelt. Ja. Okay. Ich musste mich jetzt zwischen zwei sehr tollen Karten entscheiden. Corona. AIDS. Also, ist schwer. Wir wohnen in Ananas ganz viel mehr. Außerdem wohnt der Papst in Ananas ganz viel mehr. Der Papst! Mit der Clean aber als was? Schwamm, okay. Aha. Der Papst auf jeden Fall. Jawoll! Ich hab noch eine andere ähnlich gute Karte. Die sage ich aber nicht, die lege ich wahrscheinlich gleich. Ich dachte, Mr. Clean würde bei euch ankommen. Also, schon wieder eine Spongebob-Frage. Nein, Patrick, ist kein Instrument. Oh, vielleicht lege ich sogar die ich sonst gerade noch hätte liegen. What the fuck? Ich hab wieder so viele. Oh mein Gott. Was hab ich für Scheiße? AIDS. Ja, so ungefähr. Ich schwank zwischen zwei schon wieder. Ich hab eine, die Obwohl, Passwort kann man nicht scheiße. So gut, aber es wird nicht. Ich hätte die andere Nein, nehmen sollen. Nein, Patrick. Putin ist kein Instrument. Außerdem ist 10 bis 12, sind 10 bis 12 Jahre auch kein Instrument. Warum bläst ihr Olli dann rein? Ich meine. Was? Leander ist auch kein Instrument. Ja, zum Glück nicht. Ja, wenn, dann wäre ein Schlaginstrument. Den möchte ich immer schlagen. Ja, es ist witzig, dass er ein Schlaginstrument spielt. Also, entscheide dich. Also, ich würde sagen, Putin ist auf gar keinen Fall ein Instrument. Den hätte ich gerade auch in der Runde davor legen können, hatte ich überlegt. Ich meine, der kann ja auch in Ananas ganz tief. Im Knast kannst du 200 Zigaretten gegen... alles. Einfach alles. Ich hab die perfekte Karte. Ich muss erst wieder ein bisschen was löschen. What the fuck, Alter?
Ich habe hier rosa Goldpeach, ganz schnell weg damit, das braucht man nicht. Im Knast kannst du zu einer Zigaretten gegen. Oh nein, was ist das Bild? Es ist Obama. Ja! Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es gewonnen hat. Im Möglich? Knast kannst du einer Zigaretten gegen. Lance Armstrong ist Pilot. Wer ist Lance Armstrong? Ich weiß es nicht. Wow. Das Problem daran ist, ich wollte wirklich eigentlich das Rainer Kalmund Qualitätssiegel nicht nehmen, weil es immer eigentlich gewinnt. Aber yeah. Die beiden Antworten sind so scheiße. Warum fehlen die Hoden? das Rainer Kalmund Qualitätssiegel ist Neues von J.K. Rowling, Harry Potter und das Deck aus der ersten Runde. Als ob wir beide sofort was gewählt haben. Das Deck aus der ersten Runde war scheiße. Wir haben gefühlt nur gute Fragen hier in der zweiten. Ich stimme zu, das ist gut. Ja, ach, das ist gut, es ist gut, danke! Das muss ich wissen! Das ist gut. Wie ein Hut. So, oh, ihr seid fertig. Neues von J.K. Rowling, Harry Potter und George Cena! Und kennt ihr mein neues Lieblingsbuch? Harry Potter und 72 Jungs. Oh mein Gott! Das ist mein Lieblingsbuch. Oh mein Gott! Ich glaube, den Satz hätte ich nicht so einleiten sollen. Wenn das nicht kostet, wenn das so, Fanfiction ist. Dann leite ich es jetzt anders ein. So, Leanders Lieblingsbuch, Harry Potter und die Wii. Och Mann, jetzt ist es so langweilig. Fickt euch doch. Lutschen. Komm schon. Was falsch mit 72 Jungs? Die haben mich gedemütigt. Was funktioniert immer, um eine Party aufzupeppen? Da habe ich auch ein paar Nein, nicht Beethoven, fick dich. Nicht Beethoven. Fick Beethoven. Oh, ja doch, das hilft. Ich habe eine tolle Karte, die leider nicht dazu passt. Ich hoffe, hier kann also, ich noch was ändern. Ein Finger in den Po stecken, peppt immer eine Party auf. Stimmt, finde ich. Aber der Weltuntergang peppt auch eine Party auf. Und Katapulte. Ja, Katapulte. Och Mann! Was hast du gegen den Weltuntergang? Katapulte, das Witzige gerade ist, ich kenne sogar eine Party, wo das wirklich geholfen hat bei Kapatur. Oh ja, geil. So, was hilft Obama zum Entspannen? Ich habe eine Karte, die einfach random Buchstaben What sind. What the fuck? Geil. Ich habe so viel dummer Scheiß. Ich hab was Hilfe. Gut. Hier, das da. Das gefällt Obama. Also, Obama hilft zu entspannen. Nein! Also, ja, nein! Nein, tut es nicht. Ich lag da auf eine Gurke setzen, was? Was? Und ein Kind, was ein. Christian ist los. Och Mann! Buh! Was soll der Obama gegen meine Hüften haben, hä? Alles! Nur nichts Effektives! Was möchtest du nicht in deinem chinesischen Nest finden? Wer Katze schreibt, verliert. Wer Katze schreibt, verliert. Hat er gesagt. Ich weiß es. Es gibt bei mir einfach immer solche Begriffe, wo ich denke, nee, dann nee. Okay, was möchtest du nicht in deinem chinesischen Essen finden? Oh, Hund statt Katze, wie kreativ. Ja. Bäh. Als du gesagt hast, dass das verliert. Das Gute an Leanders Penis, das kannst du halt damit drin finden, als kleines. Als ich endlich traf, duftete es nach. Oh Gott. Hier kann man so viel Scheiße mitmachen, Hilfe. Hilfe. Bitte Gott, schütze mich. Ah, scheiße, ich bin ja Gott, ich kann mich nicht selbst schützen. Kein Kommentar. Meins ist etwas rassistisch. Meins ist absolut bescheuert, weil ich keine guten Karten habe. Los, leg! Du schwangere Milchkuh! Leg! Leg! So. Als ich
Günther, schreibt man ohne Haar! Mega! Duftete es nach Fettleibigkeit. Das wähle ich nicht, weil Günther mit Haar geschrieben wurde. Wer auch immer das weiß, ein dummer Hurensohn. Als ich endlich der echte Gangster... Als ich den echten Gangster endlich traf, duftete es nach Donkey Kongs Bananenvorrat. Was? Als ich schwarz Nein. Duftete es nach... Was? Was? Ich hab sie alle umgebracht, falls ich euch frage, was sie damit gemacht haben. Ach, echt? Ja. Also ich dachte mir, ich habe Fettleibigkeit als Kater, also kann ich auch Döner schreiben. Los, irgendwas von ablegen. Ich will jetzt meine Theorie prüfen. Oh nein. Das passt sogar. Meine Karte passt nicht, aber es juckt mich. Ja, Noah! Hallo! Los, Oppenheim, Donnerblitz. Warum? Das ist der Erfinder der Atombombe. Krass. Los, Donnerblitz. Los, Rainer Kalmund. Das ist alles Müll, aber ich nehme das, weil es irgendwie ein bisschen kreativ ist. Och man, Arschkrebs ist immer kreativ. Ich dachte, Rainer Kalmund gewinnt immer. Nein. Das wird Oma verstören und doch irgendwie anziehen. Alles. Was ist das für eine Frage? What the oh Gott, ich hab wieder so viel dumme Scheiße. Hilfe. Hier, komm, scheiß drauf. Ich hab sowas Hartes, ey. Ich hab nicht gelegt. Deiner ist ja auch nicht hart. Obwohl ich sogar Leanders Penis hatte. Oh, die kommt aus meinem Gehirntumor, will Oma verstören und doch irgendwie anziehen. Aha, wie macht das irgendwie keinen Sinn? Russische Kellerpornos, oh, ja. Gott. Und außerdem, das letzte bekannte, ja, Kellerpornos gewinnt. Schade. Ja. Yay, gewonnen. Yay! Yeah! Yeah! RN Jesus 0. Ich wäre angemeldet, wenn Lerner dazu kommt, können wir an sich sogar TNT spielen. Ja, nee, aber Queenie muss doch eine halbe Stunde nach.